Kann ich nicht verraten, wo der ist. Ja, doch. Ich komme aus der Vergangenheit. Hallo. Odyssey. Oh, schön. Schön ein bisschen durch Sparta getreten. Durch Griechenland. Wir stehen hier auf meiner Brücke und ich baue ein Brückenhaus. Und das ist meine Eingangstür. Koalo, Palöchen. Auch Baby angenannt, ja. Ich habe gerade das Fundament gebaut. Das Fundament ist etwas höher und noch nicht ganz fertig. Aber ich denke, das ist eine gute Position, um sie vor Zombies zu verstecken. Ja, ein bisschen unkonventionell, aber ich hoffe, effektiv. War jetzt so eine Idee, wollte ich mal umsetzen. Waren gerade beim Thema digital Homeschooling Gedönsbums hier am Talken. Habt ihr da was beizutragen? Irgendjemand von euch im Homeoffice Homeschooling irgendwie schöne Erfahrungen damit gemacht? Hat überhaupt irgendjemand damit schöne Erfahrungen gemacht? Also, außer so zu tun, dass seine Kamera gerade abstürzt, weil das Internet ganz schlecht ist und hinterher wieder ins Bett geht. Aber mein Internet ist heute so schlecht. Ich mache mal die Kamera aus, dann läuft das besser. Und sie nichts anderes machen möchte. Weil sie es nicht möchte oder weil sie es nicht darf. Kann ja auch sein, dass irgendwie. Aber das ist halt auch immer dann so. Wenn das eine nicht funktioniert, lass doch mal was Neues ausprobieren. Es könnte ja besser sein. Holzschießscharte, wie nice. Holzpfeilblock. Ich bin gerade ein bisschen traurig, dass meine Schulzeit vorbei ist und ich das Homeschooling nicht genießen kann. Oh ja, das ist. Müssen nur per Mail abgeben, anstatt. Ist das so? Ja, ich glaube, Homeschooling macht auch viel kaputt einfach. Also ich glaube, da kannst du nicht so unterrichtet werden, wie wenn du wirklich in der Schule bist. Ihr benutzt auch Big Blue Button. Was ist das? Das klingt nicht richtig. Also das klingt nicht gut. Quay ist heute der erste Tag. Ich wollte heute mal was ausprobieren. Eigentlich wollte ich ja. Hörst du auf damit? Warzone spielen, aber hey, da meldet sich wieder keiner. Kann ich den auch hochkant drehen? Nö. Ich hab's damals mal schon mal gespielt, als es rauskam vor zig Jahren. Vor 7, 5? Keine Ahnung, wie alt das schon ist. Hallo? Entschuldigen Sie, Herr Carter. Ja, Sie wollen was essen. Ich muss da ja mal kurz die Katzen füttern gehen. Kann ich mal die Lautstärke verändern? Das klingt schon perfekt. Das klingt sehr seriös. Das kann nur gut sein, wenn man die Lautstärke nicht ändern kann. Wer braucht schon Lautstärke? Holzstufen sind hier auch drin, okay. Abgefahrene Blöcke. Bleiben wir mal beim Standard. So viel habe ich gar nicht mehr. Warte mal, bauen wir mal kurz welche und in der Zeit gehe ich kurz auf Toilette und fütter die Katzen. Wie viel brauchen. Oh. Bauen wir erstmal nur 50. Für nur einmal rundherum einmal.
So. Die Lehrer fetzen einen mit ihrem die Ohren weg. Schalten Sie Ihre Kamera an, damit ich Ihre motivierenden Gesichter sehe. einfach so ein Foto von sich machen und dann einfach das Foto dahinstellen. Fertig. Oder so ein Video aufnehmen und das dann einfach die ganze Zeit so im Loop laufen lassen vor der Kamera. Oh nein, dich da nicht hin. Ein bisschen die Minecraft-Blöcke platzieren. Leiter funktioniert unglaublich gut. Wie, die Lehrer machen die Kamera nicht an. Was? So, das müssten wir dann eigentlich nochmal irgendwann wegbringen. Weg. Weg. Oh Gott, das auch noch. Das alles gestreut ist irgendwie und nichts einheitlich. Warum macht man es allen Menschen so schwer? Also das Aufgezeichnete ist abrufbar, ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Aber warum nicht einfach alles auf einer Plattform? Dass die ganzen Sachen gebündelt sind und für jeden gleich erreichbar sind. Falls meine Plattform abstürzt, kann man es immer noch über die andere sich angucken. Halt deine Schnauze. Du stürzt gleich ab. Am besten wäre es ja noch, wenn dann die Sachen noch gesplittet sind von den Kursen, dass du Teil 1 auf der Plattform hast, Teil 3 auf der und Teil 5 auf der Plattform. Effektive Verdauung. Der rote Tee macht mich besser kacken. Rein damit. Besser kacken. Okay. Okay, LED-Licht, geh aus. Ist okay. Genug beschwert. Wir gehen jetzt auf den Bauernhof da vorne und gucken, was da so abgeht. So, da 19 Uhr in-game, können wir nochmal auf den Bauernhof gehen. Mal gucken, ob ich die nächsten Tage vielleicht mal ein bisschen Donnerstag vielleicht oder so. Mal so, einfach mal Zombie-Mode-Stream, mal gucken, wie das ankommt. Ich hab Bock drauf. Ja, leider. Und wahrscheinlich sind es viele... sind ja vorrangig ältere Lehrer auch am Start, wahrscheinlich bei den ganzen Blödsinn, und sind dann ja eh nicht so technik- und internetaffin, ist ja für die eine andere Welt. Entschuldigen Sie, Lady. Lassen Sie mich hier bitte Bauernhof-Dinge tun. Das ist auch eine gruselige Position. Oh, guck mal, man kann da direkt in die... egal. Da ist Speiseröhre zu sehen. Oder... egal, man könnte es... man nicht... red nicht weiter. Ist die richtige Uhrzeit eigentlich dafür. Was? Oh, guck mal, Wildschwein! Geht's dir gut? Du läufst wie ein Häschen.
Was eine verrückte Drecksau. Was ein Wort ist Sau. Oh, Tierfett, damit können wir Fackeln bauen. Kann ich jetzt nicht drüber reden, wann dann? Gab's dann nicht auch, wenn ich jetzt... Wann ich geht? Wann dann? Das macht Pupsgeräusche. Was habe ich denn da bekommen? Ah, Nitratpulver, nice. Boah, Heuballen. Guck mal hier rein. Hallo? Oh, guck mal, ein Pilz. Hallo? Hallo? Ist ja nice. Das ist auch neu. Oh. Da ist der wilde Bauer. Oder der Hacker. Der Hackersohn vom Bauer mit seiner Kapuze. Oh mein Gott. Er hat so viel Simpsons geguckt. Oder Bananen gegessen. Deswegen ist er gelb. Weil das passiert. Wenn man zu viele Bananen isst. Naja, ich bin mal gespannt, wie lange ganzer Spaß noch geht mit dem Wony. Und wann ich wieder arbeiten kann. Jetzt ist ja erstmal bis Ende des Monats und dann muss man ja schauen, was... Wow! Das war der Tigersprung. Der Tigersprung von der Einäugigen. Okay. Hi, Hackerjunge. Mein langes, hartes Teil ramme ich dir ins Gesicht. Stirb! Tja, passiert. Ist ja gerade auch noch im Verhandeln, oder gab ja schon die Idee, dass dieser ganze Spaß ja noch irgendwie bis Ostern gehen soll mit dem Lockdown. Ist halt auch immer schwierig zu planen und vor allen Dingen viele Dinge... Warum auch immer hier Kleidung liegt? Ah, Nähzeug ist gut. Ist auf jeden Fall teils ganz schön kacke mit Kurzarbeit, Gedöns und Selbstständigkeit. Ja, das wäre schön. Aber man weiß halt nichts. Oh, Bauplan, Werkbank. Ja, ist halt auch schwierig. Also es ist ja Tatsache auch für alle eine schwierige Situation. Hatte noch niemand. Und da anständig zu planen, was man jetzt am besten macht, ist ja auch nicht gut. Bei den Abschluss lassen. Also wisst ihr noch nicht, ob ihr am 25. wieder Schule habt? Geld wird immer knapper. Ja, vor allen Dingen, es gibt diesmal gar keine gesetzlichen Regelungen für Mieten und Kredite und Schulden. Dass du da irgendwie gesetzlich abgesichert bist. Du bist da einfach völlig alleine gelassen jetzt. Also, wenn du einen Hungerlohn, einen Job hast, einen Kredit abbezahlen musst und in Kurzarbeit bist, dann bist du einfach schon ziemlich am Arsch. Weil so mit 60% von dem eigentlichen Gehalt können viele Leute nicht mal mehr gerade so überleben. Weil die können ja gerade mit ihrem 100%, die sie sich erarbeiten und erbuckeln da im Monat überleben und ihre Kosten decken und sich was zu essen kaufen. Also bei mir ist ganz okay. Ich habe das alles einigermaßen finanziell so, dass ich mir keine Sorgen machen muss jetzt erstmal diesen und nächsten Monat. Das war ja doof von dir. Aber dann so ab März wird dann auch schwierig. Zum Glück letztes Jahr auch eine Corona-Pauschale bekommen, die okay war, damit ich ein bisschen Luft habe, was Geld angeht.
womit man arbeiten kann. Zum Glück habe ich mir nicht zu viel Blödsinn gekauft, nur einen neuen Fernseher zu Weihnachten. Wie, die lebt noch. Ist halt blöd. So. Will er jetzt auch nicht großartig rumjammern, weil Gesundheit etc. geht vor, aber ist halt auch mies für einfach viele Leute, die selbstständig sind, ihre Existenzen davon einfach am Arsch sind. Das ist halt einfach nicht cool. Vor allem, wenn du irgendwie so eine alleinerziehende Mutti bist und dann einfach richtig die Arschkarte hast. Kannst deine Kinder nicht in den Kindergarten bringen. Hast du wahrscheinlich irgendwie, wenn du Pech hast, noch Kurzarbeit. Wieso ist der Knopf nicht da? Hier ist er da. Ah, okay, muss ich ausgerüstet haben, alles klar. Neue Axt, neues. Eisenhandschuhe. Ja, auch schon. Handfickel habe ich die Stufe noch nicht. Der hier kann auch weg. Bisschen Selbstgespräche. Das ist einfach das Beste jetzt aus der Zeit machen, nicht zu viel Blödsinn machen, vernünftig bleiben. Ach, und Lichtzeit, wo es weitergeht. Bitte? Den habe ich jetzt nicht. Ich muss jetzt die Semestergebühr bezahlen und weiß auch nicht wie. Ich muss auch was abbezahlen, das übliche Fixkosten. Hat es denn jetzt für die Studiengebühr noch einen Job nebenbei was? Oder wie war das? Entschuldigen Sie, könnten Sie aufhören, hier so rumzurandalieren? Wie sind Sie eigentlich dahinter gelandet? Sind Sie bekloppt? Ne, Sie sind tot. Ich nehme Pfeil wieder haben, danke. Okay, da war ich drin. Ich glaube, die Scheune haben wir durch. Wir sollten nach Hause. Es wird langsam dunkel. Ich glaube, ab 22 Uhr ist hier richtig Kirmes. In 7 Days sind Häuser wie Dungeons aufgebaut. Licht zeigt, wo es weitergeht? Okay. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause. Es ist nämlich spät und Tag 7 ist richtig Kürbis. Ja, das habe ich schon. Jetzt Tag 3 erst. Das war ja damals schon so. Und deswegen habe ich mir auch so eine schöne Position für meine Heimat ausgesucht. Da, die Brücke. Was Hochgelegenes. Ich kann momentan gesundheitlich nicht wirklich arbeiten. Ach, auch scheiß. Was ist denn? Weswegen, wenn man fragen darf? Klang jetzt so. Machen wir noch ein bisschen Holz mit. Vor allem ist es ja auch schwierig, quasi, wenn man irgendwie arbeiten will, gerade Arbeit zu kriegen, beziehungsweise auch sich irgendwas dazu zu verdienen, weil das meiste, wo man normalerweise sich so nebenbei Kohle dazu verdient, gibt es ja aktuell nicht. Grashüpfer sind sehr beruhigend, da komme ich mit meiner Axt um.
Ich glaube, das Eisen habe ich nicht. Ich habe auch so einen Hammer nicht. Ja, Gastro ist auch zu. Genau. Ich habe ja damals auch, aber das ist ja schon ewig her so. Wenn ich irgendwie Geld dazu verdienen wollen würde, würde ich auch wieder so einen Job machen wie Essen ausliefern und all solche Sachen. Aber die Möglichkeit ist ja gar nicht gegeben. Kannst ja nicht mal losziehen und dir irgendwie einen Nebenjob zurzeit holen und irgendwie arbeiten. Okay. Denken sich die Grashüpfer auch. Okay. Müssen wir mal. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ich mache das einfach mal. Müssen wir noch so einen Zugang vom Wasser aus. Guck mal, da hinten ist schon richtig Party. Die hüpfen hier gerade einfach aus der Erde. Habt ihr es gesehen? Ah, ich habe jetzt Tierfett. Ich kann jetzt Fackeln und so einen Blödsinn machen, ne? Sind das so Fackeln, die ich an die Wand bauen kann? Ja, das ist. Ich habe die ja nur gemacht, damit ich überhaupt da unten was habe. Weil in der letzten Nacht wurde ich richtig fertig gemacht. Also nicht nur ein bisschen, sondern so richtig, richtig. In den Toiletten findet man oft Wasser. Bisher habe ich da nur gelbes Wasser drin gefunden. So richtig gelbes Wasser. Habe ich da abgekocht und getrunken. Ah, das ist so eine Fackel zum Tragen. Wie so eine Lampe oder Kerzen? Oh, eine Kerze. Ja, unten sie, Pappmann hier unten nackt baden. Und was ist da hinten? LED-Leinwand am Start? Oder Werbung? Nur mit bloß Ruhe lassen hin. So, Kerze. Ich kann die doch einfach an die Wand bauen. Entschuldigung, könntest du nicht so eine gruselige Musik hier machen? Das verteilt ganz schlechte Vibes. Ach, das ist gutes, frisches Zitronenwasser. Erstmal in-game so ein bisschen Vikings-Werbung oder so. Werbung, von der wir noch nicht genug gesehen haben. Die einen nicht täglich 18 Mal um die Ohren geworfen wird. Hol dir jetzt Amazon Prime! Was vorhin nicht geklappt mit der Fackel, weil ich es nicht ausprobiert habe. Oder ich ein Idiot bin. Oder was genau? Ich habe es einfach nicht probiert mit der Fackel, die dahin zu bauen. Auf die Idee gekommen, dass sowas gehen könnte. Weil das ist für mich die, ich trage die durch die Gegend Fackel und nicht die, ich hänge die an die Wand Fackel. Da gibt es einen Unterschied.
What the fuck? Die anderen haben das vorhin auch nicht geschafft. Wie, ich habe keine Erfahrungspunkte dafür bekommen, dass sie in meiner Falle gestorben ist? Blöde Kuh. Mir fehlt, glaube ich, die letzten zwei Staffeln jetzt von Vikings. Aber jetzt wird erstmal zum Wochenende Dings geguckt. Mandalorian. Ich habe gewartet, dass alle Folgen da sind. Das Go XLR. Das Go XLR Mini aber. Das große war dann doch zu teuer. Hätte ich gerne gehabt, aber... kostet halt auch dementsprechend. Oh, nicht 13. Ich hab gesagt 2. Was habe ich letztens gerade geguckt? Alice in Borderlands habe ich zu Ende geguckt. Ja, ich habe die erste Staffel von Mandalorian auch so geguckt, einfach in einem durchgezogen. Das war einfach wie ein richtig geiler, langer Star Wars Film. Und so will ich auch die zweite Staffel gucken. Okay. 23 Uhr, wir müssen nur noch bis 4 Uhr, 5 Uhr durchhalten hier oben. Beringer hat sich nämlich verabschiedet. Ach, dieses Kleine. Es reicht ja auch, also quasi. Was hat das GoXLR Mini gekostet? 150, glaube ich. Ansonsten kann ich noch das Focusrite Scarlett empfehlen. Das kostet auch kostet ein bisschen weniger. Das ist Focusrite Solo, Scarlett Solo Version 3. Guck mal, hier haben Heuballen. Guck mal, machen wir uns gemütlich hier so. Oh, Heuballen hier und so. Kuscheln wir ein bisschen ran. So. Ich kann mir vorstellen, dass sie besser wird. Mal schauen. Also. Oder gleich gut. Wäre schon. Mehr als ich mir wünschen würde. Wenn es einfach gleich gut wäre. Sonst war Alice in Borderlands, hatte ich geguckt jetzt gerade. Ich fand sie gut, aber irgendwas hat mich gestört. Ich weiß aber nicht was. Man kann mit dem Schlafsack auch nicht schlafen oder sonst was. Ey, sexy Schlafsack. Hast du vielleicht Bock, dass ich mit dir schlafe? Ich auch, ich bin mir auch sicher, dass es mir gefallen wird. Wäre schwierig, das zu verkacken. Ja, ein bisschen schade finde ich, dass WandaVision wieder wöchentlich erscheint. Ich hätte es gerne auch einfach am Stück gehabt. Werde ich auch wieder warten, bis alle da sind, das dann auch am Ende durchziehen. Netflix. Alice in Borderland ist eine Dingsverfilmung. Eine Anime-Real-Abdingsen. Worum geht's? Um drei Freunde, die plötzlich in ein Parallel-Japan gezogen werden, wo es keine Menschen gibt und sich in Spielen Lebenszeit erspielen müssen. Und diese Spiele sind so ein bisschen Saw-mäßig aufgetan. Wenn du verlierst, stirbst du. Und wenn du ein Spiel gewinnst mit einer gewissen Schwierigkeit, kannst du halt länger überleben. Dann kriegst du quasi so Visa. Wenn du ein Level 4 Spiel spielst, hast du 4 Tage und es gewinnst, hast du 4 Tage länger zu leben in der Welt. Ist ein bisschen wie Guns aufgebaut. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Irgendwas hat mich gestört, weil es...
Es hat mich nicht die ganze Zeit gefesselt. Ich hab nebenbei immer noch andere Sachen gemacht. War eher so eine Serie für mich für nebenbei. Schienenteile, Amboss, das ist auch sowas, ne? Kleiner Motorwerkzeug. Weiß nicht, wozu ein verrottetes Fleisch, aber einfach behalten. Könntest du aufhören, meine Brücke zu hauen? Oder läufst du dagegen? Nee, du haust sie. Musst du unten für die nächste Nacht mal Fackeln hinbauen, dass ich sehe, was da passiert. Und sonst habe ich gestern Abend, diese neue Serie mit Nicolas Cage angeguckt, der Ursprung der Schimpfwörter. Aber auch nicht so lange, weil ich nebenbei noch Videos geschnitten habe. Und dann doch erstmal für später zurückgelegt habe. Aber es wirkt schon mal gut. Oh, jetzt bin ich... Oh, der Kuchen ist gar nicht so nahrhaft, wie ich dachte. Okay, dann müssen wir jetzt einmal ganz kurz hier runter. Haben wir eine süße Kerze gemacht. Wo geht's jetzt hier hoch? Lad die Knarre nach! Der lebt noch! Ja! Oh, wo waren die Fackeln? Oh mein Gott! Du bist nass, ach was! Es ist so dunkel, ich sehe nichts. Verfluchte Nacht, sie ist dunkel. Ah, wegen des Tierfetts, das ich weggepackt habe, konnte ich keine Fackeln machen, damn. Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich habe überlebt, dank meiner Donnerbüchse. Ah, von Attack on Titan. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich habe Naruto auch nicht zu Ende geguckt. Bin ein schlechter Mensch. Ich habe Walking Dead aber zu Ende geguckt. Das zählt nicht.
alle Serien davon jetzt. Ja. Wie weit hast du, also es gibt bei Walking Dead Tatsache zwei Staffeln, die sind echt, die ziehen sich ein bisschen. Aber danach wird es wieder besser. Und World Beyond ist eigentlich, zieht sich auch sehr doll. Aber nach der letzten Folge wird es, also die letzte Folge macht so, hallo, Plot Twist, alles gut. Oh, Game of Thrones langweilig. Okay. Das ist, ja, selten. Aber dann gefällt einem wahrscheinlich auch das Setting und das alles nicht so richtig. Würde ich vermuten. Gar nichts mit diesen 40 Minuten Folgen anfangen. Wie? Oh, Star Wars. Ja, das ist ja auch ein Auf und Ab von Qualität und Gefühlen. Okay, jetzt habe ich zumindest alles beleuchtet. Schön. Guck mal hier, gekochtes Fleisch. Sieht total nicht lecker aus, aber rein damit. Lehm, Holz, Stein und Schmerzmittel, das können wir weg. So, jetzt haben wir gerade ein bisschen Ruhe. Was sagt denn eigentlich die Werkbank? Was brauchen wir dafür? Wir brauchen 25 geschmiedetes Eisen. Dafür brauchen wir wahrscheinlich die Schmiede. Die ist sogar relativ einfach zu bauen. Und dann bräuchten wir Eisenerz. Und eine Schmiede müssten wir finden. Kerze, Kerzentisch. Süße Latzhose würde uns auch sehr gut stehen. Topfpflanze, 999, Klamotten. Sind für gut. Verbände haben wir. Den Hammer muss ich anscheinend auffinden. Schade, dass wir den im Toolshop nicht gefunden haben. Fortgeschrittener Ingenieur muss ich auch haben, um das zu können. Okay. Latzrunden will man definitiv stehen. Ohne Frage. Und ich habe kein Holz mehr. Eine Eisenluke bauen. Komm, bauen wir eine Eisenluke. Oh, falscher Hammer. Ah, kein Holz zum Reparieren. Eine idyllische Nacht hier auf meiner Brücke.
Kerze auf dem Heuballen macht absolut Sinn. YOLO. Oh ne, Steinpfeil habe ich hier. Federn. Müssen wir demnächst mal noch neue. Weg. Maiskolben. Habe ich das Lagerfeuer unten ausgemacht? Ich glaube nicht. Essen, trinken, das brauche ich auch nicht. Roter Tee für besser Kacker. Wasser 24, Wasser 20. Ach komm, dann nehmen wir doch den roten Tee mit. Wenn er mich besser Kacker machen lässt. Fleisch und Mais. Können wir gleich noch essen. Schön hier, oder? Video. Also ist auch für euch ein bisschen besser. Jetzt seht ihr wenigstens auch was. Schön. Star Wars Lieblingsepisode. Bei Star Wars oder beim Maisnaschen hier? Star Wars. Also Episode zu 1 zählt ja schon mal gar nicht. Ich glaube Tatsache 4 und 5. Ich finde die Urtrilogie noch am besten mit. Alter. Und ich kann mich nicht entscheiden, das ist einfach. Einfach einzeln. Debog Music, schönen guten Abend, herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank für die Raid. Die Alerts sind ganz schön klein, doch noch. Machen Sie mal wieder so. Vielen herzlichen Dank, guten Abend. Wie geht's? Was habt ihr Schönes gemacht? Musik? Wir stehen gerade auf meinem Brückenhäuschen und warten, dass die Nacht rumgeht. Weil ich nicht von Zombies gefressen werden will, wenn ich da unten rumlaufe. Und wir können leider die Amazon Prime Werbung hinten auf dem Schild nicht lesen. Oh, der Name ist schwarz, ich kann ihn nicht lesen. Don Vincenzo, schönen guten Abend, Hallöchen. Oh, dunkler Name auf dunklem Grund ist fies. Ah, ihr habt auch 7 Days to Die gespielt. Ist mein erster Tag heute so. Ich habe das damals mal zum Release, habe ich es mir mal gekauft. Und ich dachte mir so, ey, ich weiß nicht, was ich spielen soll. Probier's mal aus. Pack's mal wieder aus. Also ich habe keine Ahnung, was ich hier so richtig tue. Ich dümpel einfach vor mich hin und mach Dinge. Ja, Episode 8. Ich mochte auch, also Episode 7 war so, okay, war einfach Episode 4. Es war einfach Episode 4, Episode 7. Nur ein anders.
Oh, kann ich hier die Matschhaufen abbauen? Nee. Aber ich kann die Straße sauber machen, indem ich sie haue. Lalalala, bisschen Moos weg. Das ist ein Gartenarbeit hier. So, weil hier müssen wir diesmal einen hinstellen. Die ist mir wieder hochgelaufen. Richtig Verrückte. Ich habe Angst, dagegen zu laufen und zu sterben. Ab wann darf ich hier eigentlich rund... Also, ab wann sind die nicht mehr so super aggro? Ab wie viel Uhr? Ich muss sagen, ich fand die neue... Und, Woke One. Von den neuen... Also... Solide Style. Ab 4 Uhr wird's gechillter. Okay. Dark Bello und hallo. Dann warten wir nochmal die 20, 30 Minuten hier. Und gucken uns die wunderschöne Flusslandschaft an. Und was auch immer hier passiert. Bin sehr froh, dass ich diese Donnerbüchse gefunden habe. Die erleichtert das Leben sehr. Vom Release? Ja, auf jeden Fall. Dark Bello, danke schon für den Follow. Okay. Irgendwie ist der Alert komisch positioniert. Ist okay, Alert. Ich akzeptiere das mal heute so. Also Woke One war fantastisch. Don Vincenzo auch, Dankeschön für den Follow. Ey, ich stream jetzt nur noch nachts. Das ist voll entspannt. Keiner ruft an. Debok, auch dir Dankeschön für den Follow. Ja, Kylo, so hier, das wütende, pubertierende Kind, was nicht akzeptiert, wer er ist. Und einfach Mimimi drauf ist. Fand ich ein bisschen anstrengend. Ja, aber ohne den hätte das leider nicht funktioniert von dem Film her. Das ist schon richtig. Ja, aber Woke One fand ich gut. Solo fand ich auch als Film gut. Aber Woke One hat mich echt positiv überrascht, muss ich sagen. Hat auch einfach gut gepasst und der Film hatte ein nices Ende. Ah, die Entspannungsmusik. Ein Ank im Maisfeld. Der rennt nen Hasen hinterher. Und erschreckt die mit seinem Pfeil nicht. Boah. Da hat er aber hier. Durchgezogen. Selber Master. Du gehst selber straight? Also Craig, gute Nacht, schlaf schön oder was auch immer du jetzt tust. Ich habe eigentlich auch die ganze Zeit Zeit für mich. Ich bin ja die ganze Zeit allein zu Hause mit meinen Katzen. Hey, entschuldigen Sie. Ich habe daneben geschossen. Ich hoffe, das ist okay für Sie. Okay, ich habe keine Pfeile mehr. Stirb! Oh, du bist aber... Ey, willst du mich dazu bringen, dass ich Maiswanze töte? Achso, viel Spaß. Sterben Sie! Er lebt noch! Oh Gott, der hat aber hier Adern an den Beinen, das ist ja die Hölle. Können wir eigentlich die Beine wegschlagen? Auf jeden Fall machen seine Beine dann komische Sachen. Wie geht's den Katzen? Sehr gut, die schlafen beide. Jetzt, wo sie Futter gekriegt haben. Beide fit und munter. Lilly hatte einmal zwischendurch, weiß gar nicht, ob das groß rumging. Waren wir mit Lilly beim Nottierarzt, weil sie sich einen ganzen Tag lang versteckt hat
nichts gegessen hat, sich nicht bewegt hat. Wirkte halt einfach nicht gesund und sie hat es irgendwie geschafft, so dumm zu springen, dass sie sich selbst das Bein geprellt hat. Beziehungsweise das linke Knie. Und war dann halt die ganze Zeit so und hat so auf ich sterbe gemacht. Aber konnte man nicht wissen. Und dann nachts um 22 Uhr, 23 Uhr moddet, nur Grafik habe ich gemoddet und das Menü hier. Ich finde das übersichtlicher als das Standardmenü. Sonst habe ich nichts gemacht. Außer Texturenmod, aber ich weiß nicht, ob man es sieht. Weil ich habe es vorher nicht ohne gestartet. Aber ich glaube, Texturen sind ein bisschen nicer. Ich weiß es nicht. Ja, es hätte aber nichts gebracht. Sie hat halt Schmerztabletten bekommen und am nächsten Tag, als ich dann so 40 Stunden nachdem sie sich verletzt hatte und ich von der Arbeit kam, kam sie auch hinterm Bett hervorgekrochen, die kleine Katze, und hat gesagt, hallo, ich lebe noch, gib mir Essen. Aber vorher wollte sie halt nichts essen, selbst wenn man ihr das vor die Nase gestellt hat. Hey, sie. Ey, sie haben wieder so gruselige Walk-Hände. Also Hände sind größer als ihr Gesicht, Körper. Kurz mal reparieren. Oh, da hinten kommt der Cowboy-Schlumpf. Was ist denn mit deren Händen los? Ja, ich habe mir damals halt zum Release 7 Days to Dice mal geholt und dann auch damals gespielt. Paar Stündchen. Paar viele Stündchen und jetzt irgendwie nach zig Jahren nochmal ausgepackt. Weil ich vorher nicht so richtig wusste, was ich da machen möchte. Dachte ich so, hey, wäre doch bestimmt nett, da nochmal reinzugucken. Tada, da sind wir. Wimsasch, guten Morgen. Ja, war aber sehr froh, dass nur Bein geprellt war bei Lilly und nichts irgendwas Ernstes. Weil dir vorher sich auch irgendwie in der Küche mit sonst was bedient. Und dann dachte er, sie hat irgendwas Falsches gegessen, dass es ihr deswegen schlecht geht. Aber nee, war das Bein. Zum Glück nur. Bauplan Eisensperr. Boah, brutal. Beschwerter Kopfmod. Eisensperr sieht ja mega aus. Sieht richtig brutal aus. Was brauchen wir denn dafür? Noch ein Messer. Ja, Eisensperr, let's go. Oh, ich hab nicht so viele. Brauch halt echt den Bauplan für die Schmiede. Ja. Was habt ihr in deinem Schrank gemacht? Seid ihr völlig bekloppt? Lebt noch einer von euch? Ja, ich bin der Vergangenheitsang. Ich komme aus der Vergangenheit. Gegenwartsang habe ich im... Ja, der ist halt unabkömmlich aktuell. Ich dachte mir, der alte Mann, der hat nichts gerissen in der Zeit. Also bin ich hier. Uiuiui. Wow, wie kannst du denn so springen mit dem... Pickel da am Bauch. Ja, würde ich auch sagen. Autsch. Ey, wenn der Pickel mir ins Gesicht spritzt, dann kriegst du richtig Ärger mit mir. Mit deinem hässlichen Hawaii-Hemd, Alter. Wer kommt da jetzt? Deine Malle-Freunde, um mich zu beschützen, oder was? Jetzt mach mal hier auf... Hallo, könnten Sie jetzt mal entspannt auf den Fußboden legen? Boah, habt ihr das gehört? Der hat richtig eine abfahren lassen eben noch, als er gestorben ist. Richtig pfui. Das
Bist du Vampir oder was machst du hier so Fauchgeräusche? Bleib mal liegen. Oh, 2 Fähigkeitspunkte. Eben die beiden Typen sind doch da aus dem Schrank gesprungen, oder? Verwitterte Sporttasche, die ist durchblutet, nicht verwittert. Womit reparieren wir eigentlich diese Rüstung? Gar nicht? Doch. Wo ist sie jetzt hin? Ich habe A gedrückt. A ist nicht verwerten. Okay, hat sie angelegt. Hat er sie auch repariert? Hä? Ah, Webkit, danke. Wiki, wiki, wow. So. Ah, das, weil es dauert, packt er das ins Crafting-Fenster. Okay, alles klar. Macht Sinn. So, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Geschmiedetes Eisenklebeband. Okay, dafür muss ich erstmal irgendwann mal die Schmiede bauen können. Kaffee, nice. Warum auch immer. Einfach, weil ich mich über Kaffee freue. Ist das jetzt... Ne, über mir machen die Randale. Ne, hier. Der halbe. Das ist immer ein großer Keller. Keiner von hinten kommen kann. Keiner von hier kommen kann. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den halben jungen Mann da unten. Ey, entschuldigen Sie. Können Sie... Uah. Was soll der Müll hier? Speer ins Gesicht. Oh. Ja, gut. Oh, eine Handtasche. Geld. Thunfisch. Papier, dann kann ich wieder lustige Gedichte schreiben. Ist jetzt eine Garage hier. Hallo. Ja. Ich habe schon Ohr für meine Basis. Ja, ich habe meine Basis auf eine Brücke gebaut. Ich weiß nicht, ob das klug war oder nicht, aber wir werden es irgendwann mal herausfinden. Ich werde es herausfinden. Schmerzlich wahrscheinlich. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung, was ich hier tue. Ich weiß nur, dass ich die Nacht 7 überleben muss. Oder so. Trockner. Ist aber auch scheiße, wenn Klamotten in den Trockner wirst und hinterher nur noch Stoff rauskommt. Das ist aber auch ganz schön verkackt. Viel Erfolg! Was habe ich denn noch? Tiefkühlpizza. Alles andere Essen ist gegessen. Ist heute auf jeden Fall einkaufen gehen. Hab's jetzt 4 Tage vor mich hingeschoben. Oh ja, lecker, schimmliger Kuchen. Vielleicht schmeißen wir ihn lieber weg. Schraubenschlüssel können wir auch noch gebrauchen. Für den Werkbank bauen. Bau einfach Mauern und sei auf alles bereit. Okay. Grilldings für meinen Grilldings. Herd. Der Kaffee. Gläser und Müll. Eigentlich kann ich das auch recyceln hier. Auch das, oder?
Ah, da habe ich noch nicht. Dann schauen wir mal. Kein gelbes Wasser im Pott. Stimmt, so Waffen im Spülkasten versteckt oder so. Geld sollte ich vielleicht behalten, okay. Merke ich mir fürs nächste Mal. Stirb, Fernseher. Ich kann dich nie wieder gucken, also stirb. Okay, es geht nur der halbe Fernseher kaputt. Das Lagerfeuer gekillt, ich Monster. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich mache einfach Dinge. Aber ich habe zumindest schon mal eine Mission angenommen. Oh. Was ist los mit euch? Was macht ihr mal in den Schränken? Das war vielleicht ein bisschen übertriebene Gewalt. Yeah, übertriebene Gewalt. Yeah. Heiliges Wasser. Dum, dum, da, da. Wusste ich doch. Ich wollte eigentlich das Ding nicht werfen. Oh, hier ist so eine fancy Dachluke. Die müssen wir mal reparieren. Wer auch immer diese Zombies in die Schränke gesperrt hat. Unverschämtheit. Wutmodus. Nachdem du getroffen wurdest, sind Draufangriffe um 20% schneller und deine Bewegungsgeschwindigkeit wird um 10% erhöht. Das lernt man. Bilder kaputt machen, okay. Die sind eh gruselig. Vielleicht habe ich die deswegen nicht angefasst. Tatsache. Guck doch mal, wie gruselig die sind. Und die hängen überall. Als ob es noch diese Menschen auf diesem Planeten gibt. Oh cool, gruselige Zwischenwände. Ich dachte, das ist nur ein Raum. Ah, der ist hier. Aber ist so. Tada! Hallo! Normalerweise wäre da jetzt jemand um die Ecke gekommen, oder? Ah, das ist einfach der zweite Zugang in das... Ja. Master Bedroom. Wow, 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 wow. Entschuldigung, sie sind lustig gestorben. Oh, 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 oh! Mr. Johnson, bitte, bitte treten Sie zurück. Okay, nur sie. Aua! Die haben voll aufs Köpfchen genatzt. Oh, mein Gegenstand ist kaputt. Das ist ja blöd jetzt. Ist sie gerade die Treppe runtergefallen? Jo. So. Entschuldigen Sie, was machen Sie denn hier oben schon wieder kaputt? Ja, ich mache das Geländer kaputt. Und Sie? Guten Tag. Ah, ist hier wieder so ein Halbling. Der in der Zwischendecke feststeckt, das ist natürlich doof für ihn. Süß. Bücherregal. Bücherregale lassen mich immer hoffen, dass ich was Cooles finde. Schlagen und weglaufen. Dieser schmutzige Trick kann dir im verzweifelten Lagen das Leben retten. Kräftige Angriffe gegen Beine verlangsamen Gegner. Ranger Guide to Archery.
Feuerpfeile, keine Ranger-Fantasie. Sie ist vollständig. Feuerpfeile und Feuerbolz. Was haben wir hier? Tasche für Mods für Rüstung. Durchlesen des Bauplans, bla bla bla. Also kann ich mir das an die Klamotten, also Mod jetzt für meine Klamotten machen, mit denen ich dann mehr tragen kann. Klingt vernünftig. Sollte ich haben. Das ist ein Gitter, wo man reingucken kann dann. Oh, was ist denn hier mit... Der Fußboden sieht aber verdächtig aus. Ich habe den Rucksack kaputt gemacht, ich bin ein Idiot. Hallo? Miss? Das ist ein Treppengeländer. Sie müssen dagegen keine gerade aggressiven Tätigkeiten ausüben. Oh, oh. Hey, die haben so gruselige Hände. Wie kann man so gruselige Hände haben? Oh. Fast kaputt gemacht. Noch ein Messer. Stufe 3. Ist voll Ghetto jetzt. Sie hat den Tokio wieder ins Zimmer gekommen. Toll. Voll romantisch. Schlagabwehrmod. Reduziert Fallschaden. Steinvorschlaghammer. Richtig brutaler Shit. Eine Dreierkeule. Wird eingepackt. Schön das Ghetto mit noch ein Messer am Start. Hier Steinspeer auch. Oh, da müssen wir noch den Dings rausholen dann gleich. Bin vielleicht wieder ein bisschen überladen, aber das ist gar nicht mein Problem. Ich sollte gerade nicht weitergehen. Ich sollte erstmal irgendwie klarkommen auf dem, was ich hier tue. Weh. Ah, die habe ich jetzt repariert, ich Idiot. Ah, okay, das ist für... Das Stillsein, das ist für Schutz. Ich behalte mir das für Schutz. Recyceln, recyceln, recyceln. Das ist gut für die Küche hier. Das können wir auch nochmal recyceln. Davon essen wir mal ein Stück. Munition, Mod. Kann ich den hier reintun? B. A. Mod. Müsste die vielleicht auch mal reparieren, die sind ganz schön kaputt. Okay. Ich glaube, ich weiß so einigermaßen, was ich hier tue, nicht. Hallo? Oh, Munition.